Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ja. Schlafen hat endlich geklappt. Jetzt mache ich mich mal zurück auf den Weg nach Hause. Und dann gucke ich gleich mal. Weil die Felder müssten jetzt eigentlich angereift sein. Ja. Beziehungsweise, da ja doch, ich werde wahrscheinlich einen Anhänger holen. Anhänger holen, zum Feld stellen, anfangen ernten. Ernten müssen wir auf jeden Fall. Auf dem einen ist Raps drauf, auf dem anderen weiß ich gerade gar nicht, was drauf ist. Muss ich gleich noch mal gucken. Ich glaube Sojabohnen, wenn ich mich nicht irre. Warum steht der Manitou hier unten? Hä? Hat hier irgend seinen LKW umgeschmissen oder was? Da getankt werden muss. Ne? Ich werde jetzt den Anhänger bzw. das Gespann zum Feld stellen und dann muss mich wahrscheinlich da Franz hochfahren zum Jürgen. Dass ich da auch vorwärts komme. Jetzt muss ich hochlaufen, darauf habe ich gar keinen Bock. Jo, Franz, kannst du mal vorkommen an die Straße mit dem Johnny? Müsstest mich mal zum Jürgen fahren. Ja, ganz gleich. Ich muss nur diesen Stamm noch aufladen. Jo. Ah, vielleicht komme ich auch dann rum. Jo. Gut, bis dann mal. Ah, ich komme rüber. Tschüss. Ich glaube, das ist effizienter. Bis gleich, ciao. Tschüss. So, bin ich sowieso gleich da. Du, Franz? Ja. Ist der Ponze getauscht worden? Ja, da kam vorhin der Händler. Hat ihn mitgenommen, den alten, und den anderen wieder gebracht. Moment. Siehst du irgendwo ein Typenschild? Ja,
Hast du gekocht bei uns King, aber sonst? Nee, irgend so. Warte mal. Kommt mir nämlich merkwürdig vor, dass es so schnell ging. Das ist eine neue Hydraulik. Corona. Irgendwas ist hier anders. Volker Baruna, hallo? Hey Volker, ich bin's. Ja. Es kann sein, dass ich neu joinen muss. PC ist abgeschmiert. Irgendwie ist das aber ein anderer, glaube ich. Kann sein. Warte mal. Ja. Steig du mal ein. Guck mal, ob das normal ist, was das siehst. Wo? Nur so allgemein. Ja. Steht das Richtige dran und so? Ja. Da kommt schon vor. Aber der kann die Zange auf und zu machen. Das ist was ganz anderes. Das gibt's doch nochmal gar nicht. Doch. Weil wenn das so ist, kannst du ja nicht zum Baum. Musst du erst einschalten, alles die Hydraulik. Ja, aber drück mal den linken und den rechten Knopf gleichzeitig und zieh mal vor und zurück. Das ist doch was ganz anderes. Das kenne ich eigentlich auch nicht. Warte mal, ich rufe den jetzt mal an. Der ist gerade wieder im Gespräch. Mensch. Ich rufe den gleich nochmal an. Irgendwas senkt nochmal ab. Irgendwas stimmt da nicht. Gut. Komisch. Vielleicht Bäume besser aufzunehmen. Ja, schon, aber ich wollte eine Hydraulikreparatur. Muss ich mal gleich nachfragen. Oh, schwing mal rein. So, vorwärts wäre gut. Zum Echt? Jürgen. Rechts und vorne an der Straße wieder rechts. Eieiei. Aber Anhänger hast du gut voll gemacht. Ja. Können wir dann auf jeden Fall, also die Pacht vom Wald, die läuft sowieso nur noch die Woche. Ah, ja, da ist eh nicht mehr viel, aber... Ja, aber dann, können wir den Anhänger noch runterfahren und machen wir vielleicht noch... Mal kannst du noch ein bisschen den Anhänger... Haxel an... den Annaburger voll machen mit Hackschnitzeln. Ja. Und beim Jürgen liegen auch noch Hackschnitzel, falls wir noch brauchen. Da habe ich welche hinkippen dürfen. Okay. Aber da sind viele Käferbäume. Unten. Ja? Ja. Also die sind eigentlich nicht recht zu gebrauchen. Ja. Ja, für Hackschnitzel zum Verbrennen. Ja, dafür geht's, aber recht verbrettet. Da ist nicht viel dabei. Aber ja, ja. So ist es halt. Kann man nicht ändern. Ja. Achtung, langsam, da kommt ein Blitzer. Ja, auf der linken Seite stehen sie rum. Mich hat's vorhin schon mal geblitzt unten neben deinem Hof. Ey, wenn das zu oft passiert, dann ziehst du dir vom Gehalt ab, ich sag's dir. Das ist einmal passiert. Ja, ich hoffe, dass es einmal passiert ist und nicht zweimal oder dreimal. Ja, das, bis ich die ganzen Blitzer kenne, dann geht's schon. Ja, ja. Was brauchen hier eigentlich die Fische? Mais. Mais.
Mais. Nur das. Und Wasser vielleicht. Ja, das sind Becken vorgegeben. Ah. Wäre auch etwas Interessantes, so einen Fisch zu. Ja, gibt's nur keine Abnehmer im Moment. Die wollen alle keinen Fisch kaufen. Ah. Also ein bisschen schade. Aber ich habe mir schon überlegt, das Problem ist, als Externer die Metzgerei zu kaufen. Ich habe es mir schon durchgerechnet. Wir könnten uns alles eigentlich gerade leisten. Weil wir ja noch Subventionen kriegen. Das wäre cool. Aber dann müsste man unter 500 Euro einkaufen, die Schweinchen. Pro Schwein unter 5. Ja. Und mir hat also 500, also... Diesel gesagt, er hat zurzeit 9 Schweine. Ja, der hat erst angefangen. Ja. Aber ich denke, wenn das für 500 Euro wird er wahrscheinlich nichts hergeben. Weil ich habe den Schafbauern ja mal, nein, nicht den Schafbauern, den Kuhbauern gefragt, aber der hat gesagt, irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, dass wenn nur sie liefern, dann rentiert sich es nicht oder irgendwie so, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber. Das Lukrativste wäre schon, als die Schweine zu verarbeiten, weil die einfach die beste, sich am besten züchten lassen. Und ich habe, der hat auch gesagt, dass, also der Schweinebauer, dass ihr zwei eine Zusammenarbeit habt, ja. Würde es sich sie anbieten. Ach so, meinst du? Also, wenn man schon zusammenarbeitet, dann schon noch die Metzgerei. Also mir kommt. Also so. Ja, müsste ich ihn dann mal fragen, was er denn dafür zahlt oder was er dafür haben will. Na, je nachdem könnte es was werden. Ja, ja. Warte, muss ich unten. Halt, stopp, hier links. Sorry, war zu spät dran. War gerade abgelenkt. Rechts. Halt. Ja, da auf dem Weg bleiben. Das ist das Zeug, was sie neu hingebaut haben, ey. Ja. Der Richter ist schon bei mir mit einem Pferd vorbeigeritten. Dann habe ich gefragt, ob das neue Einsatzding ist. War er bestimmt beleidigt. Er hat sogar gesagt, ja, das sind die neuen Pferde von der Polizei oder irgendwie so. Wahrscheinlich wollten sie damit ein Bio-Zertifikat erreichen. Links. Und da rein. Kannst du gerade auf der falschen Seite reinfahren. Der hat irgendwie immer nur das linke Tor offen. Ich weiß auch nicht, was der macht. Das linke ist immer offen. Den Drescher? Ja, den suche ich jetzt gerade. Ah, der steht in der Halle. Okay. Gut, kannst mich hier rauslassen. Gut, bis später dann mal. Soll ich mit dem Anhänger kommen? Steht schon am Feld. Habe ich schon hingestellt. Bis dann mal. Soll ich noch den Hänger ganz voll machen oder jetzt abliefern? Mach ihn ganz voll und dann fährst du rüber. Muss ich das Holz hochheben oder? Nee, ich würde es einfach nicht einfüllen. Einfach mal den Anhänger hinstellen. Okay. Und dann rufe ich an. Als Vorrat. Nee, dann kannst du noch ein bisschen Hackschnitzel machen. Also mit dem Harvester 1 Meter Stücke direkt auf den Häcksler. Jo. Ist am besten. Passt. Gut, tschüss. Tschüss. Warte mal, das nochmal. Ja, ich fahre jetzt erst noch ein bisschen hier.
dann schauen wir mal. Gleich anfangen zu dreschen, es wird ganz gut. Weil dann kommt wieder einiges an Geld rein. Warum steht denn der hier? So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's auch wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen nochmal rein. Oder wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.